Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dragon Nest. So, ich glaube, hier hinten waren dann die, was machen die dort? Ja, das war falsch. So, ich ziehe mir die jetzt einfach. Ich bin ein bisschen eingefroren, glaube ich. Ich habe einen Debuff drauf. Eieiei. Die haben ja wirklich ganz schön heftig rein. Ja gut, viel zu langsam gewesen. Okay, also Verdammnis ist schon eine ganz schöne Nummer für mich, muss ich sagen. Aber gut, ich kann ja wiederbeleben, das ist ja kein Problem. Wobei, ich glaube, ich habe auch schon wieder gerade hier einen kleinen Fehler gemacht. Das sind so viele Monster, da muss ich wirklich darauf achten, dass ich, wenn ich auf Verdammnis schon spiele... Und ich glaube, die töten mich jetzt. Ja, okay. Da komme ich nicht wieder raus aus dem Eis. Ah, ja. Das sind Fails. Okay, dann machen wir mal hier den hier. So. Gut. So. Konzentration pur hier. Die haben jetzt hier noch ein bisschen Fleisch irgendwo gedroppt. Milch, 30% Schaden oder was. Naja. Okay, wir können ja noch ein paar Mal sterben. Das ist ja kein Problem. Oh Mann, ist das schlecht. Nein, hier, das Fleisch wieder. Das hat mir ja schon in einer der letzten Folgen mitgenommen. Oder mitgehen lassen. Yum, yum, yum. So, ich denke jetzt mal mit dem... Hier liegen noch zwei Items rum, das lasse ich erstmal noch. Kann ich nämlich hier erstmal noch vielleicht... Jetzt? Oh, hier glaube ich ein Hebel, ja. Da war ein Hebel. Okay, dort sind auf jeden Fall sehr, sehr viele. Gehört er jetzt? Will er mich angreifen jetzt? Sieht so aus, ja. Okay. Dann schnappen wir uns mal das Ding. Oh, 30 Sekunden, ey. 30 Sekunden. Toll, ich kann nicht mehr rennen. So, 18 Sekunden habe ich noch. Gucken wir mal. So, das sieht schon mal etwas besser aus hier. Gut, wunderbar, sehr schön hier. So. Okay, gut. Das ist schon mal gut gelaufen hier. Auf jeden Fall schon mal besser als der Rest. Oh, da haben wir noch einen.
Ja, gut, den hat sie auch noch erledigt. So, dann hier den Spaß. Ah, hier geht's weiter gleich. Okay, die sind freigelassen schon. Ah, hier habe ich noch die Flügelschenkel. Die habe ich natürlich nicht vergessen. So, komm, 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 raus, 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 raus. So, komm. Oh, jetzt komme ich hier nicht weg. Oh, Mist, ey, diese Kanonenrohre, die gehen mir auf den Sack. Okay, gut. So, zack, zack, zack. So, jetzt aber hier. Okay, gut, hier haben wir noch einen. Komm, so. Ja gut, das nehmen wir jetzt einfach mal nicht, weil hier sind irgendwo sind hier noch irgendwelche Kanonieren. Hier sind wir lang gegangen. Ah, hier oben noch. Ah, die hätte ich zuerst. Stimmt, die hätte ich zuerst ausschalten müssen eigentlich. Okay. So, nehmen wir noch einen Trankschluck. Oh, es sind aber auch verdammt viele hier wieder. Ja, gehe ich lieber nochmal zurück. Tank nochmal nach. Mache mal den hier. Den hier. So, das sieht doch gar nicht mehr so schlecht aus. Weil ich natürlich jetzt Ewigkeiten für den One hier gebrauchen werde. So. Okay. Gut, dann müssten hier das Tor eigentlich sein, oder? Ja, Höhle kann ja nur erkundet werden. Auf jeden Fall die Dinger, die Eis machen, ne? Oh je, der Boss. Der Boss. Oh je. Das kann ja was werden. So. Ja,
Ja, komm hier, zack und hier und kriegst auch nochmal Port Ruff und. So. Eieiei. Toll, wenn ich gerade hier beim Umschalten bin oder was. Ach, Mist hier. Okay, gut, ich nehme nochmal die Superrüstung. Ich muss immer wieder muss ich auf meine Maus schauen. Das geht mir schon ein bisschen auf den Sack. Ich weiß gar nicht, wie man das Spiel ohne vernünftige Maus spielen kann. Hier noch 7. Weil ich habe die Automatismen, beziehungsweise Automatisierung, die habe ich einfach noch nicht im Kopf. Bosse, die brauchen schon ganz schön lange, muss man wirklich sagen. Wie ich daran rumkloppe, ey. Das gibt's doch echt nicht, ey. Ja, muss ich gleich mal hier schauen. Oh, meine Güte. Ja gut, können. Ich glaube, ich muss nur einen hauen davon, ne? Naja gut, jetzt habe ich hier gerade. Ich glaube, wenn ich einen gehauen habe, ne, dann fiel der andere, glaube ich, zusätzlich noch. Ah ja, genau, das Gelbe war ja die Superrüstung anzeige, wenn ihr das da oben auf den Lebensbalken doch mal schaut. Okay, so. Ja, also ich habe natürlich, auch wenn ich jetzt natürlich gesagt habe, dass ich jetzt nur einen hauen muss, ne? Ja, ist es halt so, dass ich halt trotzdem auf den gegangen bin, der mir gerade am nächsten war. Ich hätte natürlich auch eigentlich auf den anderen gehen sollen, weil den hatte ich schon ein bisschen mehr runtergekloppt. So, gut. Der eine hat jetzt nur noch eine einzige TP-Anzeige. Das ist der, den ich gerade haue. Dann müsste dann eigentlich auch schon ready sein. So, ouch. Ah, Mist. Okay, Wahnsinn, ich hab's geschafft! Haha, geil, nicht schlecht. Aber auch natürlich wirklich sehr, sehr großzügig durch das Equipment. Oh, was, nicht geschafft, immer noch nicht. Oh, toll. Ich hab mich schon gefreut, hab schon die Arme hochgerissen. Na ja, gut. Okay, das hätte ich... Das war doch bei den letzten Bossen, war das aber so gewesen, dass... Ja, okay, gut, lassen wir es einfach so mal im Raume stehen. So, yeah, jetzt ist die Instanz vorbei. Da kriegen wir auch so eine Mars-Tunika. So, mit Meisterbogenschützen in Ithilien sollten wir dann auch nochmal reden. Ja, wunderbar. Sehr, sehr schön. Bisschen länger geworden, wie ich das eigentlich auch sogar. Ein A-One. Also ein relativ guter One. Nicht schlecht. Legendärer Rekord. Na, okay, gut, da komme ich natürlich nicht ran. Monatspässe mit 42.000, nicht mit 26.000, okay. Nicht schlecht.
Okay, so F2 noch. Und dann gehen wir von mit F12 aus, müsste man nur raus. Ah ne, wir haben hier noch Mantra. Mantra. So, Babynahrung geben. Weiter, weiter, weiter. Mantra weint. Okay. Gut, so F12. Wir gehen zum Eingang. Und da machen wir dann in der nächsten... Na gut, wobei wir hätten auch gleich in der Stadt. Denn ich werde jetzt hier die Aufnahme erstmal auch noch wieder beenden. Ich bedanke mich fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal hier bei Let's Play The Wagon Dust. Tschüss.